Rittmeister Wolski, bitte. Herr Rittmeister Saganow, bitte. Ich habe die Frage an die beiden Gegner zu richten, ob eine Versöhnung stattfinden kann. Da ich keine Antwort erhalte, bin ich verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass nach dem kaiserlich-russischen Militärgesetz Offiziere, die als Gegner, Sekundanten, unparteiisch und Mitwisser an einem Duell teilnehmen, mit Degradation bestraft werden. Der anwesende Militärarzt wird von der Strafe nicht betroffen. Meine Herren, sind Sie fertig? Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei! Haben Sie gesehen, Herr Fähnrich? Das war der Schuss eines polnischen Kavaliers. So schießen wir alle. Das könnte man bei Gelegenheit ja einmal ausprobieren, Herr Fähnrich. Wieso? Sie brauchen mich nur einmal schief anzusehen. Kampfunfähig. Drei Wochen wirst du deine freche Schnauze halten müssen, Saganow. Schade. Wie geht es Ihnen, Herr Kamerad? Danke. Wollen Sie sich endlich davon überzeugen, Herr Fähnrich, dass ich Sie schon stundenlang schief ansehe? In beleidigender Absicht, Herr Fähnrich. Zweifeln Sie daran, Herr Fähnrich? Zweifeln? Nein, ich hoffe es. Mach schnell. Sie hören noch von mir, Herr Fähnrich. Mit Ihrem Pferd hierher. Wo waren Sie denn bis jetzt? Ich habe mein Pferd bewegt, Herr Rittmeister. Oh, sehr lebhaft bewegt, offenbar. Und wozu brauchten Sie meinen Pistolenkasten? Hm? Das darf er nicht sagen. Fähnrich, Sie können gehen. Guten Morgen, Julek. Du hast schon wieder einen vor der Pistole gehabt. Ja. Wen? Einen von unseren Freunden. Du wirst dir noch mal das Genick brechen. Herr Oberst wünscht, die Herren Offiziere zu sprechen. Die Herren sind endlich zur Stelle, Herr Oberst. Alle? Na, da können wir ja von Glück sagen. Sie haben sich verletzt, Herr Rittmeister Saganow? Zu Befehl, Herr Oberst. Vermutlich beim Morgenritt. Zu Befehl, Herr Oberst. Hm. Von den polnischen Herren scheint keiner verletzt zu sein. Das ist ja sehr interessant. Das freut mich wirklich außerordentlich. Meine Herren, um es kurz zu machen, diese Morgenritte hören jetzt auf. Zwei Monate habe ich mir das mit angesehen, aber jetzt hat es bei mir geknallt. Wenn Sie sich bei uns unbehaglich fühlen, meine Herren aus Polen, dann kann ich Ihnen nur sagen, ich bin auch nicht gefragt worden, ob ich Sie haben will oder nicht. Wir stehen alle unter dem gleichen Fahneneid und haben zu gehorchen. Wo wir auch hingestellt werden. Merken Sie sich das. Danke, meine Herren. Die Polen hätte ich wohl etwas schärfer anfassen müssen, nicht wahr? Ich glaube, es hat genügt, Herr Oberst. Außerdem wünscht seine Exzellenz, der Herr Gouverneur, dass man die Polen etwas diplomatischer behandelt. Na, das habe ich doch wohl getan. Hm. Was sagen Sie nun, Herr Fähnrich? Pech.
Wir werden ein paar Wochen warten müssen. Schade. Also sag er noch. Ja. Wegen der Bemerkung, die er gestern Abend über mich gemacht hat? Mhm. Aber der war doch so betrunken, dass er sich kaum mehr auf den Beinen halten konnte. So, ich glaube, dass man auch nicht halten kann. Das ist ja sehr kameradschaftlich von dir gemeint, aber wenn ich über die Dummheiten des Herrn Saganow hinwegsehe, dann habe ich meine Gründe. Du hast ja eine merkwürdig lasche Auffassung. Ich bin nicht so diplomatisch wie du. Ich schieße. Ich schieße auch, wenn ich wirklich beleidigt werde. Aber Jule, das ist doch gleichgültig, ob du ihm Bescheid knallst oder ich. Mir macht's mehr Spaß. Gönn mir doch das Vergnügen. Guten Morgen, Ulanen! Eigentlich müsste man einmal ein ganz neues Leben anfangen. Keinen Schnaps mehr, keine Karten, keine Weiber und keine Schulden. So ein feines, vornehmes Leben, wie du es führst. Borat! Lass doch die Zügel locker! Du raschst dir dem Pferd den Kopf ab! Nicht auseinanderreißen! Richtung halten! Ohne Schnaps, das ginge. Ohne Karten wäre der Not auch zu schaffen. Aber ohne Liebe, das ist nicht zu machen. Und Schulden. Schulden? Auf Schulden, glaube ich, könnte ich verzichten. Der kann warten. Das ist auch nicht eilig. Aber der Schneider. Der Schneider? Der hat mich schon seit 8 Tagen nicht mehr gemahnt. Julek, sag mal, hast du etwas schon wieder? Ja. Das ist ja sehr kameradschaftlich von dir gemeint. Aber wenn ich meine Schulden nicht bezahle, dann habe ich meine Gründe. Aber Jan, das ist doch wirklich gleichgültig, ob du es ihm schuldig bist oder mir. Mir macht es mehr Spaß, gönn mir doch das Vergnügen. Da hört sich doch alles auf, jetzt ist der Burak vom Pferd gefallen. Dein Wagen den Fluss herunter. Lass ihn trudeln, mein Sohn. Herr Rittmeister, ein Blick würde sich lohnen. Herr Rittmeister, wir müssen eingreifen. 2 Damen in Seenot. Das ist noch nicht ganz raus. Das kommt ganz auf die beiden Damen an. Wir greifen ein. Lassen Sie die Rettungsboote satteln, die Schwadron sticht sofort in See. Wie muss das ein bisschen drin sein? Komplimente und eventuelle Zärtlichkeiten bitte nachher. Seil auffangen! Links ans Ufer! Ziehen!
Meine Damen, nehmen Sie Platz. Wir sind gleich an Land. Du kannst jetzt nach Hause gehen, komm. Ah, geradeaus. Immer geradeaus. Damit wäre der Seemann abgeschlossen. Und nun, meine liebe kleine junge Dame, lassen Sie sich einmal anschauen, ob Ihnen der Schreck auch nicht geschadet hat. Wir sind ziemlich seefest. Oh. Hat mein Fernrohr gelogen? Nein! Soll ich hinüberkommen? Nein! Der Herr Rittmeister musste sich scheinbar erst überzeugen, was es zu retten gab. Ein Glück, dass wir Gnade vor seinen Augen gefunden haben. Sonst wären wir jetzt schon unterwegs zur Ostsee. Nicht wahr, Rittmeister? Rittmeister Wolski vom Ulanenregiment König. König Johann Sobieski. Sie kennen mich, meine Gnädige? Sie nicht, Herr Rittmeister, aber Ihre Uniform. Steht Ihr Regiment jetzt in Grodno? Nur die besten Schwadronen, die erste und zweite. Darf ich fragen, reisen die Damen weiter oder bleiben sie in Grodno? Vielleicht bleiben wir. Kann man sich nicht wiedersehen? Es ist möglich. Und wohin darf ich Ihnen Blumen schicken? Fragen Sie Ihren Kameraden, den Grafen Staniewski. Und grüßen Sie ihn von mir. Friedrich, alles aufsitzen und im Galopp zurück zum Übungsplatz. Alles wird auf mein Kommando. Aufsitzen! In jedem Moment kann der Alte kommen, Jan, und zur Gäste baden. Ich habe eine tolle Bekanntschaft gemacht. Zwei Mädels habe ich aus dem Wasser geholt. Du die eine. Naja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Das kannst du dir nicht vorstellen. So ein süßes Geschöpf. Ich habe wieder mal einen unauslöschlichen Eindruck gemacht. Sieh mal, da unten fahren sie noch. Solltest du dir wirklich einmal ansehen. Es lohnt sich. Ahoi! Ahoi! Dummheiten. Bring doch mal das Pferd für den Herrn Rittmeister. Ich habe so das Gefühl, in 10 Sekunden sitzt du im Sattel und bist hinter ihnen her. Schau dich zu deiner Schwadron. Bildhübsch ist sie. Wunderbare Augen hat sie. Einen süßen Mund. Einen bezaubernden Namen. Katharina. Ivanovna. Du guckst schon. Sie lässt dich grüßen. Neun. Du sitzt ja schon im Sattel. 10. Und in Paris hat es Ihnen nicht mehr gefallen? Fand sich dort kein Herz? Herzen genug, aber keines hat meine Sprache gesprochen. Trotzdem wäre ich noch dort geblieben, wenn mich mein Bruder nicht zurückgerufen hätte. Es gefällt ihm wohl nicht mehr, dass ich so in der Welt herumfahre. So allein. Und schließlich hat er ja auch nicht ganz unrecht. Ach so, man will sich verheiraten. Ja. Ich glaube, mein Bruder hat sogar schon einen Mann für mich in Petersburg. Deshalb soll ich wohl auch so schnell hinreisen. Und hier will er mir die Sache schmackhaft machen. Wird ihm das gelingen? Glauben Sie, ich lasse mich verheiraten? Nein, das glaube ich nicht. Nur sehen Sie. Und vorläufig bleibe ich erst einmal ein paar Tage hier. Schwadron! Linksschwenk! Marsch! Das scheint mir ja eine ausgedehnte Begrüßung zu sein. Fähnrich, reisen Sie mal darüber, sonst kommt der Alte noch auf den Hals. Bemühen Sie sich nicht, Fähnrich. Wirklich großartig, Wolski. Das nenne ich reiten. Und wenn Sie gestatten, Fähnrich, werde ich den Herrn Rittmeister Staniewski persönlich vor mir warnen. Und Ihnen geht es gut, Julek? Ich kann nicht klagen. Ich tue meinen Dienst, ich gehe wenig aus. Das Idealbild eines flotten Ulanen-Offiziers bin ich eigentlich nicht. Das spricht nicht gerade gegen Sie. Dass Ihnen das gefällt, Katharina, spricht auch nicht gegen Sie. Wie stehen Sie mit meinem Bruder? Rein dienstlich. Ich habe seine Exzellenz nur einmal gesehen, als wir uns hier in Grodno meldeten. Ich glaube auch kaum, dass sich die Beziehungen freundschaftlicher gestalten werden. Wir sind hier fremd.
und bei unseren russischen Vorgesetzten nicht sonderlich beliebt, wenn wir uns auch sehr bemühen, uns einzugliedern. Julek? Ja? Reiten wir morgen früh zusammen aus? Um 6 Uhr, wenn die Welt noch leer ist, wie in Paris. Abgemacht. Verzeihung. Herr Rittmeister, Sie begeben sich sofort zu Ihrer Eskadron, wo Sie hingehören. Und machen Ihren Dienst, wie ich ihn auffasse. Befehl, Oberst. Julek, wollen Sie mich bitte mit dem Herrn Oberst bekannt machen? Ich bin für hübsche Frauen jederzeit zu sprechen, meine Gnädigste, außer im Dienst. Unser allverehrter Kommandeur, Herr Oberst Bobrikow vom 11. Kosakenregiment. Hier durchlauft Prinzessin Katharina Tschernikow, Schwester seiner Exzellenz des Herrn Gouverneurs. Dann liegt eine Beschwerde des Magistrats vor über einige grobe Fälle von nächtlichen Lärm und sonstigem Unfug von Seiten des Kosakenregiments. Wegwerfen. Das ist alles, euer Durchlauf. Die Zimmer für den Großfürsten? Sind in Ordnung. Die Gäste für heute Abend alle geladen? Jawohl, euer Durchlauf. Haben Sie mir in der anderen Angelegenheit Neuigkeiten mitzuteilen? Es ist seit Wochen jeden Morgen derselbe Vorgang. Um 6 Uhr früh trifft Ihre Durchlauf mit Ihrem Reitknecht am Birkenwald ein und beinahe genau auf die Minute erscheint der Graf Stanjewski. Der Reitknecht bekommt den Befehl, sich in einer Stunde und 20 Minuten wieder einzufinden und Ihre Durchlaucht reitet dann mit dem Grafen immer dieselben Wege, quer durch den Wald und die große Allee wieder zurück. Danke. Sie können gehen. Guten Morgen, Mischa. Es war ein Sturm heute, es hat mich beinahe vom Pferd geblasen. Es war unbeschreiblich herrlich. Ich störe dich. Nein, nein, du störst gar nicht. Sage mal, Katja, wie sehen eigentlich deine Pläne aus? Wann willst du abreisen? Ich meine, ich freue mich natürlich sehr, dich hier zu haben, aber jemand in Petersburg würde sich noch mehr freuen, wenn du recht bald dort wärst. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir noch heute Abend das Fest zusammen feiern und du dann morgen früh... Wenn es unbedingt sein muss, natürlich, Mischa. Aber warum eilt es euch denn so sehr? Von Eile kann gar keine Rede sein. Aber warum zögerst denn du? Was hält dich denn noch hier zurück? Ich langweile mich hier zu Tode und du findest es unbeschreiblich herrlich in Grodno. In Grodno. Und dabei wartet Petersburg auf dich. Petersburg. Und ein Mann, um den sich alle Frauen reißen. Liebenswürdig, reich, von höchstem russischen Adel. Und dein glänzender Reiter dazu, Katja. Trotz dieser angenehmen Aussichten werde ich noch ein bisschen hierbleiben. Aus 3 Tagen sind 3 Wochen geworden. Ich will das als ein Kompliment für mich auffassen und lieber nicht darüber nachdenken, was dich wirklich hier zurückhält. Du bist also wieder einmal sehr gut informiert. Oh ja. Ich werde mich heute Abend entschließen, ob ich morgen reise. Guten Morgen, Julek! Ah, morgen! Wo warst du denn bis jetzt? Ich bin ein wenig um die Stadt geritten. Das ist sehr tüchtig von dir. Und wie kommt dein Pferd zu den Blumen? Blumen? Wieso denn? Tatsächlich, da hört sich doch alles auf. Hat sich das Luder Blumen gepflückt? Ihr seid euch also einig? Ja. Das heißt, ich glaube. Was heißt das? Seid ihr euch einig oder seid ihr euch nicht einig? Aber Jan, du kennst doch meine Schwerfälligkeit. Wir waren jeden Tag zusammen, aber zu dem entscheidenden Wort habe ich noch nicht die rechte Gelegenheit gefunden. Wie? Du hast ja noch gar nicht gefragt, ob Stanislaw werden will? Nein. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wieso? Was meinst du damit? Sieh mal, Julek. Ich habe mir das eine Weile mit angesehen, aber ehrlich gesagt, mir wird nicht recht behaglich bei der Sache. Ich verstehe ja nichts vom Heiraten. Aber so viel ich gehört habe, ist das eine Angelegenheit, die man mit der größten Vorsicht behandeln muss. Besonders in einem so komplizierten Fall wie deinem. Na hör mal, was sind das für dunkle Reden? Die sind gar nicht so dunkel. Es wird ja gleich ein Licht aufgehen. Wir möchten dich nicht verlieren, Julek. Und wir merken alle, dass du schon so ein bisschen... Du weißt schon, was ich sagen will. Schau, in eine solche Familie heiraten,
höchster russischer Adel. Ich weiß nicht, aber da könnte ich mir vorstellen, dass du so nach und nach, du selbst merkst es gar nicht und eines Tages hast du vergessen, dass du ein Pole bist. Uns würde es leid um dich tun, Julek. Die Post für die beiden polnischen Schwadronen. Gelesen? Zu Befehl. In diesen 5 Briefen wird geklagt über angebliche Unterdrückung und Schikane. Diese Post ist unverdächtig. Gehen Sie her! Ihr schreibt ein Mädchen oder eine Frau an den Ulanen, Ulanen Blaschek. Hat sich der Mann verdächtig gemacht? Blaschek? Blaschek? Nein, Herr Oberst. Schreibt diese Frau aus Warschau. Die Kinder gehen gar nicht mehr gerne zur Schule, weil jetzt nur russische Lehrer da sind und die sind sehr streng. Und das findest du unverdächtig, du? Erziehen Sie Ihre Schreiberseelen ja besser. Machen Sie diesen Holzköpfen klar, dass die Regierung sich etwas dabei gedacht hat, wenn sie polnische Regimenter aufteilt, versetzt, auseinanderreißt. Die Briefe werden verbrannt, alle. Herr Oberst. Ja. Was die nicht wissen, regt sie nicht auf. Wasser? Ja, Wasser. Natürlich Wasser. Wie weit ist es noch bis Grodno? Grodno? Ja. Wir brauchen mit unseren Waren einen ganzen Tag. Aber ein Reiter, auf einem guten Gaul, 5 bis 6 Stunden. 5 bis 6 Stunden? Zwei Russen. Ich muss unbedingt vor Ihnen in Grodno sein, bei unseren Ulan. Ich brauche das beste Pferd, das hier aufzutreiben ist. Versteht ihr? Es geht nämlich los. Haltet die beiden auf. Auf keinen Fall dürfen sie frische Pferde bekommen. Und von mir habt ihr nichts gesehen. Verstanden? Verrückt bin ich vor Freude, dass ich zu Hause bleiben darf. Ganz verrückt. Sitzt der Scheitel endlich gerade? Nein. Also hilft mir doch endlich einmal zum Donnerwetter. Bleib zu Hause, dann brauchst du keinen Scheitel. Da glaubt denn, ich gehe zu meinem Vergnügen hin? Ich bin befohlen, kommandiert. Tust du mir aber leid, du armer Kerl, was dich das wieder für eine Überwindung kostet. Champagner wirst du trinken müssen, bis du nicht mehr stehen kannst. Und Kaviar essen und zum Tanzen wirst du befohlen. Ja, da kann man nichts machen. Dienst ist Dienst. Ich sehe schon, mit welchem Widerwillen du mit dem vornehmen Frauenzimmern in dunklen Nischen plaudern wirst. Plaudern. Wann habe ich je mit vornehmen Frauenzimmern in dunklen Nischen geplaudert? Nein, ich weiß. Es schaudert dich förmlich, wenn du nur daran denkst. Vielleicht zerrt dich noch eine hinaus in den Park zu einer Mondscheinpromenade, du Unschuldslamm. Ist ja gar kein Mondschein draußen. Du, ich könnte dir links und rechts... Du besitzt denn überhaupt deinen Scheitel? Wenn du schon hingehen musst, dann sollst du wenigstens der Hübscheste sein. Das kann ich verlangen. Aber du, wenn sich einer in dich verliebt, dann kratze ich ihr die Augen aus. Und dir erst recht. Nein, ich bin noch nicht fertig. Ja, dann werde ich einen Moment hinauskommen. Ich muss dir etwas sagen. Du brauchst dich doch nicht zu verstecken. Sieht doch nur der Julek. Ach,
Entschuldige, du bist nicht allein. Mach keine Geschichten, komm doch rein. Du kennst doch die Janka. Guten Abend, Herr Graf. Ach, das ist ja reizend, Fräulein Janka. Wie kommen Sie denn hierher? Vor 3 Tagen war sie plötzlich hier. Hat sie nicht ausgehalten ohne mich. Ja, auch kein Wunder. Ist ja gar nicht wahr, glauben Sie nicht, Herr Graf. Also gut, dann habe ich mich geirrt. Du bist gar nicht hier. Ja, auch. Herr Graf hat mit dir zu reden. Sein famoser Kerl hat sie nur fest. Na, Julek, was hast du auf dem Herzen? Tja, ich habe mich entschlossen, heute Abend mit Katharina Iwanowna zu reden. Ich werde sie fragen, ob sie meine Frau werden will. Dann wünsche ich dir viel Glück, Julek. Du hast mir heute Morgen etwas gesagt, das hat mir den ganzen Tag keine Ruhe gelassen. Aber du hast nicht recht, Jan. Es ändert sich nichts. Auch wenn ich diese Russin heirate, werde ich immer zu euch gehören, wie bisher. Auf mich könnt ihr immer rechnen. Hey, kennst du den Grafen Stanewski? Ja. Wo wohnt er? Die 3. Straße rechts. Und zwischen uns bleibt alles beim Alten. Wenn sich bei dir nichts ändert, auf mich kannst du dich verlassen. Ist schon gut. Und jetzt steh nicht lang herum, schau, dass du die Sache in Ordnung bringst. Meinen Segen hast du. Kommst du nicht mit? Tja, ich... Bei mir ist nicht so eilig wie bei dir, ich... Melden Sie mich bitte dem Herrn Graf. Ich bedauere was. Sagen Sie, ich komme aus Warschau. Ja, es tut mir leid, aber der Herr Graf ist nicht zu Hause. Aber ich muss ihn unbedingt sofort sprechen. Vielleicht treffen Sie ihn noch bei Herrn Rittmeister Wolski. Wo ist das? Was wollte denn der Julek? Fragen, ob er heiraten darf. Dich? Wen soll er denn sonst fragen? Nicht, ich kenne. Hast du ihm natürlich abgeraten. Wäre ja eigentlich meine Pflicht gewesen, als Freund. Ich hab's ihm aber erlaubt, ausnahmsweise. Alle heiraten. Danke. Nur wir müssen noch ein bisschen warten, bis der reiche Onkel aus Amerika... Hast ja gar keinen. Na, dann müssen wir eben selber sparen. Ja, Nitschka, nicht einen, hm? Es wird gar nicht lang dauern, dann bist du die Frau General Wolski, wirst 7 kleine Wolskis haben und 2 Zentner der schwer sein, hm? Und in einer Stunde bin ich wieder da. Ich schwebe nur so einmal durch die Prachtbäume, schlinge ein bisschen Kaviar hinunter, schwenke einen Fingerhut Champagner hinterher, verzichte großmütig auf jede Mondscheinpromenade und wupp, bin ich wieder da, bei dir. Den Grafen Stanewski. Ich habe eine wichtige Nachricht für ihn. Ja, mein lieber Freund, da werden Sie heute ein Glück haben. Wir haben einen Empfang beim Gouverneur. Kommen Sie morgen. Dann werden Sie mich anhören. Ich bin seit 48 Stunden im Sattel, Herr Rittmeister. Ich habe einen Befehl für Sie aus Warschau. Wo kann uns niemand hören? Wenig Zeit. Wer hat mir Befehle zu erteilen? Die polnische nationale Regierung befiehlt Ihnen und dem Grafen Stanewski, Ihre beiden Schwadronen sofort nach Warschau zurückzuführen. Sind Sie wahnsinnig? Der Eid, den Sie und Ihre Kameraden dem Zaren geleistet haben, ist hinfällig. Das ganze Land ist im Aufruhr. Wir brauchen jeden Mann, jedes Pferd und jede Lanze, Herr Rittmeister. Mann, Sie reden sich um Ihren Kopf. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Sie wissen nicht, was zur Stunde in Polen geschieht. In diesem Augenblick sterben in den Straßen von Warschau wehrlose Menschen. In diesem Augenblick schießen russische Soldaten auf unsere Männer, Frauen und Kinder. In diesem Augenblick kämpft unsere Heimat um die Freiheit, Herr Rittmeister. Seit unsere Soldaten fort sind, ist es unerträglich geworden zu Hause. Sie haben angefangen, uns ihre Macht spüren zu lassen. Sie haben uns schikaniert, wie sie nur konnten. Sie haben uns gequält, getreten wie das liebe Vieh. Und wir haben uns gefügt, haben gekuscht um des lieben Friedens willen, haben uns nicht gerührt. Bis es nicht mehr zu ertragen war, bis sie Kinder, Herr Rittmeister, 14-jährige Buben nach Sibirien verbannt haben, wegen Hochverrats, weil sie polnische Lieder gesungen haben, auf 10 Jahre nach Sibirien verbannt, Herr Rittmeister. Da waren wir fertig mit unserer Geduld. Da sahen wir rot vor Augen und haben zurückgeschlagen. Und Schufte wären wir gewesen, wenn wir es nicht getan hätten. Das habe ich Ihnen zu sagen.
jetzt gehen Sie tanzen, Herr Rittmeister. Wenn Ihnen noch danach zumute ist. Die beiden Schwadronen reiten noch heute Nacht. Die russischen Offiziere feiern beim Gouverneur. Eine bessere Gelegenheit kommt nicht wieder. Reiten Sie mit uns? Nein, ich muss sofort weiter nach Wilder, zu den anderen Schwadronen. Vergessen, Janka, es wird vielleicht doch länger dauern. Da ist heute so ein Riesenrummel wegen so einem Großfürsten. Mach dir also keine Sorgen, Janka, wenn es länger dauern sollte. Nein, ja. Geh nur. Was hast du denn, Janka? Ich werde für euch beten, ja. Sehr energisch, dass ich morgen abreise. Übrigens weiß er, dass wir uns jeden Tag gesehen haben. Und Sie werden tun, was Ihr Bruder wünscht? Ich habe ihm geantwortet, dass ich mich heute Abend nach dem Fest entscheiden werde. Und wenn ich Sie bitten würde, nicht zu reisen? Katharina, Sie kennen mich lange genug. Sie wissen, dass ich meine Gefühle nur schwer ausdrücken kann. Und vielleicht, Katja. Vielleicht haben Sie hier gefunden, was Sie bisher vergebens gesucht haben. Ein Herz, das Ihre Sprache spricht. Katja, darf ich morgen zu Ihrem Bruder gehen und ihn bitten, dass er Sie mir zur Frau gibt? Schwer vermisst. Er wird uns bald alle vermissen. Passt auf. Hier geht jeder einzeln, ohne aufzufallen, in den Pavillon am Hinterparkausgang. Dort wartet auf mich. Was ist los? Keine Fragen, geht sofort. Oh, Entschuldigen Sie,
mit dem Herrn Fähnlich eine geradezu entsetzlich wichtige Sache zu besprechen. Aber Herr Rittmeister, fragen Sie nicht. Gehen Sie augenblicklich. Kaiserliche Hoheit haben sich diesen Tanz von der Prinzessin Tschernikow reservieren lassen. Ach, reizend. Aber die nächste Masurka gehört mir. Und die übernächste auch. Und in der Folge wird überhaupt nur mit Herrn Staniewski getanzt. Verstanden? Ja, aber je eher du mich loslässt, desto früher bin ich wieder da. Das leuchtet mir ein. Das ist alles in schönster Ordnung. Was hast du denn, Jan? Jurek, es ist etwas Furchtbares geschehen. Die Bonn ist Revolution. Und seine lieben Polen ist es wohl zu russisch hier. Sie verschwinden einer nach dem anderen. Die neue Regierung befiehlt, dass wir augenblicklich nach Warschau zurückkommen. Ich habe natürlich zugesagt, auch in deinem Namen. Wir reiten in einer halben Stunde. In diesem Augenblick, Jan. In diesem Augenblick. Und du weißt nicht, was du von mir verlangst. Doch, doch, Julek. Es geht jetzt, weiß Gott, um andere Dinge. Mir fällt es auch nicht leicht. Es muss sein. Muss sein. Kosaken schießen unsere Landsleute. Ein Schuft, wenn er nicht zur Hilfe kommt. Ich habe keine ruhige Sekunde, bis ich im Sattel sitze. Julek. Und wo trefft ihr euch? Im Pavillon am Bergausgang. Die anderen sind schon unten. Wir besprechen uns kurzweilig in die Kaserne und auf und davon, was die Pferde hergeben können. Ich gehe jetzt voraus und sei vorsichtig, wenn du nachkommst, damit die Brüder nichts merken. Komm bald, Julek. Wir warten auf dich. Führer der Kosaken. Ruhen Sie sich bitte aus. Lassen Sie eine Flasche Champagner bringen. Malinowski, du hast das Kommando in den Ställen. Jawohl. Harinsky und Orlitsch, ihr sorgt dafür, dass die Mannschaften lautlos unter der Blitze im Sprunggarten sich sammeln und aufsitzen. Jawohl. Oginski und Fähnrich, ihr veranlasst dasselbe bei der Squadron Staniewski. Jawohl. Wo ist denn der Graf? Er muss gleich hier sein. Die Kaserne wird abgeriegelt. Keiner der polnischen Offiziere verlässt ohne meine Erlaubnis das Fest. Ich erbitte fortlaufend Meldung an mich. Alles geschieht lautlos, unauffällig. Seiner kaiserlichen Hoheit darf der Abend bei mir nicht verdorben werden. Danke. Ich bitte Gehorsamst, einem Obacht melden zu dürfen. Die polnischen Offiziere haben das Fest schon verlassen. Was? Sie sind einzeln gegangen, es ist mir zwar aufgefallen, aber ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Das ist ja hochinteressant. Na, dann werden wir die Sache anders aufziehen. Sie lassen die polnischen Offiziere verhaften und der Kaserne festsetzen. Ich wünsche aber nicht, dass geschossen wird. Die Stadt darf nicht aufgeschreckt werden. Meine Grodnoer sollen ruhig schlafen. Vielleicht hatte sich der Herr Graf anders überlegt. Wie meinst du das? Wir warten schon ein bisschen lange. Der kommt. Der kommt bestimmt.
morgen nicht zu deinem Bruder. Morgen noch nicht. Vielleicht ist es besser, wenn wir noch einige Zeit warten. Vielleicht wird er überhaupt Nein sagen und dann... Dann werden wir eben ohne seine Einwilligung heiraten. Dann gehen wir weg von hier, irgendwo hin, wo uns niemand kennt, wo wir allein sein werden. Und glücklich, Juli. Bis morgen früh warten auf den Herrn Grafen? Der kommt doch nicht mehr. Wir kommen noch in Teufels Küche, wenn wir nicht endlich losgehen. Also gut. Ich kenne dir. Wir werden Sie da gar keine finden. Unsere Masurka. Halt! Stehen bleiben! Die Brücke ist gesperrt. Legen Sie die Waffen in die Mitte der Brücke zusammen und kommen Sie dann einzeln hierher. Ich habe Befehl, Sie zu warten. Wolski, seien Sie vernünftig. Glück! Los!
Ich muss sagen, ein überaus reizender, charmanter Abend. Ich werde seiner Majestät aus Grodno nur das Allerbeste berichten können. Vielen Dank, Herr Hoheit. Herzliche Hoheit, es ist 1 Uhr. Ich weiß, es ist wieder einmal höchste Zeit. Exzellenz, ich werde ins Bett geschickt. Also, was haben Sie zu berichten? Wir haben Sie auf der Brücke abgefangen. 4 von den Polen sind gefallen. Roland Malinowski und den Fenrich haben wir gefangen gesetzt. Rittmeister Wolski wird noch gesucht. Unsere Verluste? 2 Offiziere, 6 Mann. In der Stadt alles ruhig? Jawohl. Es hat niemand etwas von den Vorgängen bemerkt. Danke. Damit dürfte wohl der polnische Freiheitsträum ausgeträumt sein. Jedenfalls, was Grodno betrifft. Durchlauf. Es ist mir äußerst peinlich, dass in meinem Regiment... Schon gut, schon gut. Wie finden Sie übrigens das Verhalten des Grafen Staniewski? Ja, meiner Meinung nach hat er sich äußerst korrekt benommen. Es ist mir als Regimentskommandeur eine besondere Befriedigung, dass der Rangälteste... So, so. Korrekt. Finden Sie? Gute Nacht, Katharina. Schließlich muss ich ja doch einmal gehen, wenn es mir auch schwer wird. Die paar Stunden sind doch bald um, Julek. Und morgen Nachmittag sehen wir uns wieder. Gute Nacht, Julek. Hast du nicht vergessen, Katharina, was du mir versprochen hast? Dass du bereit bist, mit mir zu gehen, wenn... wenn irgendein Hindernis, etwas Unvorhergesehenes für uns. Aber Julek, es gibt nichts, was mich abhalten könnte, mit dir zu gehen. Mit dir glücklich zu werden. Das habe ich dir doch versprochen. Ich danke dir, Katharina. Jetzt habe ich keine Angst mehr vor morgen. Amüsiert heute Abend? Wundervoll, Mischa. Und wer hat dir am besten gefallen? Seine kaiserliche Hoheit, natürlich. Und wer noch? Na schön, ich will nicht länger in dich dringen. Also, wie ist deine Entscheidung ausgefallen? Ich fahre nicht. Mhm. Brauchst doch nicht zu fahren. Du bist nicht gekommen, Julek. Sie haben dich mit Gewalt zurückgehalten. Schiefgegangen. Sie hatten die Brücke schon gesperrt und da haben sie uns erwischt. Saganow war da mit seinen Kosaken. Wir hatten zu viel Zeit im Pavillon verloren, weil wir auf dich gewartet haben. Rawinski, Orlitsch, Owinski und Riebeck wurden mit Säbeln erledigt. Tot. Malinowski und der Fenrich, wo die sind, weiß ich nicht. Warum bist du nicht gekommen, Julek? Warum antwortest du nicht? Antworte, Julek! Also wolltest du nicht kommen. Frauenzimmers hast du uns in die Säbel der Kosaken laufen lassen. Feige bist du gewesen. Angst haben sie gehabt, Herr Graf. Angst, dass sie ihre Karriere versauen. Dass sie an die Wand gestellt werden. Dass ihr feines, vornehmes, unwichtiges Leben ausgelöscht wird.
kleine, niederträchtige, gemeine Scheißachs. Und ich habe an dich geglaubt. Ich habe zu dir hinaufgesehen wie zu einem Vorbild. Die anderen wollten schon längst weggehen, weil sie dir misstrauten. Da habe ich den Befehl gegeben, auf dich zu warten. Und jetzt bin ich mitschuldig am Tod dieser armen Teufel. Warum antwortest du nicht, Julek? Zitterst wohl, dass sie mich hier in deiner Wohnung finden und glauben könnten, du hast mit uns etwas zu schaffen. Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Graf. Ich gehe schon. Geschniegelt, gebadet, gefrühstückt. Der sieht ja aus, als ob er keine Ahnung hätte. Vielleicht tut er nur so. Guten Morgen. Guten Morgen, Karl. Sie sind gestern noch lange geblieben? Ja, ja. Meine Kameraden sind noch nicht hier? Nein. Sie wissen von nichts? Wie meinen Sie? Ich verstehe Sie. Ihre Kameraden haben gemeutert. Sie sollten verhaftet werden. Es ging hart auf hart. Vier haben leider daran glauben müssen. Die übrigen haben wir festsetzen können. Und der Rittmeister Wolski? Ja, das ist eine sonderbare Geschichte. Er schlug sich wie ein Teufel durch, verschwand spurlos in der Nacht. Und eine Stunde später begegnete er auf der Brücke einer Patrouille von zwei Mann und lässt sich widerstandslos verhaften. Jetzt sitzen sie alle drei drüben im Arrest. Wolski, Malinowski und der Fähnrich. Seien Sie froh, dass Sie diesen Wahnsinn nicht mitgemacht haben. Herr Rittmeister, bitte erwarten Sie mich in meiner Kanzlei. Ich habe da mit Ihnen zu sprechen. Meine Herren, ich habe Ihnen die Entscheidung des Standgerichts mitzuteilen. Die Ulanoffiziere Wolski, Malinowski und der Fähnrich Milewski wurden des Verbrechens der Meuterei schuldig erkannt. Das Urteil lautet für alle gleich. Degradation und Tod durch den Strang. Die Strafe ist hart, aber gerecht. Ein ehrloses Verhalten verdient einen ehrlosen Tod. Blöde Geschichte das, nicht? Seiner Exzellenz des Herrn Gouverneurs, dass diese ganze für unser Regiment so peinliche Affäre nicht in die Öffentlichkeit bringt. Deshalb ordne ich an, dass die Mannschaftspersonen, Polen und Russen, soweit es angeht, in Unkenntnis der Ereignisse bleiben.
Die Exekution erfolgt heute nach Einbruch der Dunkelheit im hinteren Kasernenhof. Und nun eine erfreuliche Mitteilung, meine Herren. Wir marschieren morgen früh mit unseren Kosakenschwadronen Richtung Warschau, um uns an der Niederwerfung des Aufstandes zu beteiligen. Wir werden diese Gelegenheit nicht ungenützt lassen, um die Ehre unseres Regiments, die durch verantwortungslose Elemente besudelt wurde, wieder reinzuwaschen. Seine Majestät, unser oberster Kriegsherr. Hurra! 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 Danke, meine Herren. Dem Grafen Staniewski gegenüber brauchen Sie keine Erwähnung zu tun, wie die polnischen Offiziere abgeurteilt werden. Er hat es schwer genug. Herr Rittmeister, ich danke Ihnen dienstlich und persönlich für Ihr einwandfreies Verhalten dieser scheußlichen Sache. Ich habe in meinem Rapport an seine Majestät Ihre Verlässlichkeit und Treue besonders erwähnt und Sie für eine Beförderung vorgeschlagen. Zum Zeichen meines persönlichen Vertrauens erteile ich Ihnen den Befehl, die beiden polnischen Schwadronen morgen nach Kiew zu führen, in Ihre neue Garnison. Sorgen Sie dafür, dass morgen früh alles marschbereit ist. Herr Oberst, und was geschieht mit meinen, mit den gefangenen Ulanen-Offizieren? Sie können sich ja denken, wie das Standgericht urteilen musste. Sie werden erschossen. Ja, das Urteil wird heute Abend vollstreckt. Ich bin noch versucht worden, Herr Graf, Ihnen mitzuteilen, dass seine Exzellenz heute Nachmittag Ihren Besuch erwartet. Ich glaube, in einer privaten Angelegenheit. Ich danke Ihnen, Herr Oberst. Ein anständiger Kerl, dieser Staniewski. Es ist ihm nur zu gönnen, wenn er sein Glück macht. Guten Morgen, Herr Rittmeister. Guten Morgen, Herr Rittmeister. Morgen, Ulan. Weitermachen. Eigentlich müssen wir den Staniewski mitnehmen. Der ist jetzt ganz allein. Morgen, Herr Rittmeister. Wir reiten morgen nach Kiew. Bereiten Sie alles vor. Wir kommen nicht mehr hierher zurück. Hey, du! Sattel das Pferd wieder ab! Kommt der Herr Rittmeister Wolski heute nicht zum Dienst? Nein, der kommt heute nicht. Herr Graf, wir haben ein kleines Kameradschaftsfrühstück. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie auf ein Glas mitkommen. Nein, nein, meine Herren, ich kann nicht. Aber ich trinke ja auch. Aber ja, ein Gläschen. Blödsinniger hätten wir die Geschichte nicht anpacken können. Anstatt schön gemächlich in aller Gemütsruhe überlegen, eine Nacht darüber schlafen, sind wir losgegangen wie die Feuerwehr. So was kann ja nicht klappen. Das muss ja schief gehen. Schaut euch einmal an, wie es die Russen gemacht haben. Die waren rechtzeitig im Bilde, säbelten uns über den Haufen, stellten uns vor das Standgericht. Und heute Abend hängen sie uns auf. Eine runde, saubere, durchdachte. Da kann nichts schief gehen. Das klappt, bis sie uns abschneiden. Was meinst du dazu, Kleiner? Ich glaube, der ist eingeschlafen. Hey, Heinrich! Lass ihn doch in Ruhe. Von morgen früh ab hat er genug Zeit zum Schlafen. Du hast auch nicht einen Funkengefühl in dir. Ich lass, wie ich bin. Sich jetzt noch ändern hat doch keinen Zweck. Ich kann das nicht mehr aushalten. Erschießen, in Gottes Namen. Aber hängen, aufhängen. Mir graut entsetzlich davor. Nicht unterkriegen lassen, Fähnrich. Reiß die Zähne aufeinander. Bist ja nicht allein. Denk an die vier, die heute Nacht vorausgegangen sind. Denk an Rawinski, denk an Orlitsch, denk an Nogin. Ja, aber diese Sinnlosigkeit.
ausgelöscht werden. Und wofür? Was haben wir erreicht? Nichts. Wem haben wir genützt? Niemand. Das stimmt nicht, Fähnrich. Wir werden morgen nicht mehr sein. Und das ist ganz gleichgültig, wie wir krepieren. Ob im Kampf oder am Galgen. Ein Gedanke wird weiterleben. Der Gedanke am Polen. Der Wille, frei zu werden. Das wird vielleicht noch lange dauern. Jahre. Jahrzehnte. Und wer weiß, wie viele Unzählige noch daran glauben müssen. Aber wenn nur einer von diesen durch unser Beispiel, durch unsere Entschlossenheit, durch unseren Mut den Ansporn bekommt, dasselbe zu tun, auch sein Leben aufs Spiel zu setzen, dann ist unser Tod, der schimpflige Tod am Galgen, nicht sinnlos gewesen, Fähnrich. Dann haben wir auch unser Teil dazu beigetragen, wenn eines Tages der letzte Russe über die Grenze gejagt wird und Polen frei ist. Das ist ganz meine Meinung. Das hast du sehr schön gesagt, Jan. Und deshalb werden heute Nacht der Rittmeister Wolski, der Oberleutnant Malinowski und der Fähnrich Milewski sich den Strick um den Hals legen lassen, ohne eine Miene zu verziehen. Hey, Fähnrich. Was? Jawohl. Verbleibe der Schlacht und Feind! Da hast du die Bescherung. Wo nehmen wir jetzt bloß Schlacht hier? Malinowski! Malinowski! Ein Skandal ist das! Eine Schande! Komm, gehen wir einfach weg! Nicht weg! Es muss doch noch etwas anderes zu trinken geben in diesem Lokal. Wirt, was hast du sonst noch zu saufen? Euren Laden eine ganze Menge. Wein, Bier, Champagner, alles, was euren Laden befehlt. Nur schon her mit dem Champagner! Ich habe ihm nicht zugesagt. Es gibt ja auch noch andere Pflichten. Pflichten gegen sich selbst. Pflichten gegen Menschen, die man liebt, die einem nahestehen. Man muss ja auch nicht jeden Wahnsinn mitmachen. Alles hinschmeißen. Leben, Karriere, Zukunft, Glück. Nur weil ein Irrsinniger es so haben will? Nein, das muss man nicht. Das muss man nicht! Jetzt erledigt. Schluss damit! Ein für alle Mal. Und wenn ich sage, du singst, dann wirst du jetzt singen. Verstehst du? Lass mich in Ruhe. Ich singe nicht. Ich kann heute nicht singen. Ah, ah. Er hat den Noah wie gebeten. Ich kann nicht singen und grölen und saufen wie ihr. Es schnürt mir die Kehle zu, wenn ich dran denke, was diesem Polen noch heute bevorsteht. Ach, aber reg dich nicht auf, Fähnrich. Was geht denn dich das an? Eine Schande ist das. Eine Schande für uns alle, sag ich euch. Sie sind doch keine gemeinen Verbrecher. Na, was denn sind Sie? Anständige Kerle, die nichts anderes getan haben, als wir in ihrer Lage auch getan hätten. Und dafür sollen Sie einen Galgen... Ein Schmach ist das. Halt's Maul, Fähnrich. Was verstehst du denn? Schmeiß ihn raus. Was hast du gesagt? Wer soll an den Galgen? Du! Oh, schmeiß sie doch endlich raus, den Lausbuben. Sie können es auch wissen, Herr Rittmeister. Ihre Kameraden. Geil. Aus mit dir! Du bist ja besoffen! Los mit ihnen!
habe ich Sie gefunden, Herr Graf. Ich suche Sie schon seit Stunden. Was wollen Sie von mir? Lassen Sie mich. Wo ist Jan, Herr Graf? Was ist mit ihm geschehen? Was geht das mich an? Ich weiß von nichts. Herr Graf, Sie können mir alles sagen, Herr Graf. Es muss etwas geschehen sein, ein Unglück. Er wollte nach Polen reiten mit seinen Kameraden. Ich habe gewartet an der Landstraße, bis sie vorbeikommen. Die ganze Nacht habe ich gewartet, aber niemand ist gekommen. Was ist geschehen? Sagen Sie mir die Wahrheit. Halten Sie mich nicht auf, gehen Sie weg. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich weiß von nichts. Sie gefangen genommen und zum Tode verurteilt. Heute Abend ist es zu Ende mit Ihnen. Zu Ende? Das ist nicht wahr. Sie lügen. Sagen Sie doch, dass Sie lügen. Sie haben zu lange gezögert. Sie haben zu lange gewartet. Auf mich gewartet. Und ich habe nicht mitgemacht. Ich habe Sie im Stich gelassen. Mein Werk, das haben Sie mir zu verdanken. Aber ich habe es nicht besser als Sie. Ich gehe noch vor Ihnen. Nein, das werden Sie nicht tun, Herr Graf. Dazu haben Sie kein Recht. Das darf nicht geschehen. Er ist doch Ihr Freund. Es ist Ihre Pflicht, ihn zu retten. Sie sind der Einzige in der Welt, der noch helfen kann. Er ist noch nicht verloren. Es ist noch nicht zu spät. Er lebt ja noch. Er lebt ja noch. Und solange er lebt, kann noch etwas geschehen. Muss noch etwas geschehen. Herr Graf, Sie sind so mächtig. Sie können alles erreichen. Er darf nicht sterben. Lieber Gott im Himmel, er darf nicht sterben. Lassen Sie mich zugrunde gehen. Helfen Sie. Haben Sie Mitleid mit mir. Er lebt noch. Er lebt ja noch. Es ist noch nicht zu spät. Herr Rittmeister Graf Staniewski. Ah. Ich lasse bitten. Lieber Graf, reizend von Ihnen, dass Sie kommen. Ich habe Sie erwartet und nun wollen wir uns die ganze Angelegenheit gegenseitig erleichtern. Sie dürfen es mir nicht nachtragen, wenn ich gestehe, dass ich einige Bedenken hatte. Aber nun ja, diese Bedenken sind durch Ihr Verhalten am gestrigen Abend zerstreut worden. Bitte. Also. Ich bitte um das Leben meiner Kameraden Wolski, Malinowski und Milewski. Euer Durchlaucht, ich weiß, meine Kameraden haben ein schweres Vergehen auf sich geladen. Aber sie sind jung und unbesonnen. Schenken Sie ihnen das Leben, Durchlaucht. Ich appelliere an Ihr Mitleid und Ihre Menschlichkeit, Durchlaucht. Es sind tapfere und vorzügliche Soldaten, die sich bis heute nichts haben zu Schulden kommen lassen. Die Strafe ist furchtbar, Euer Durchlaucht. Ich habe einen Aufruhr niederzuschlagen und eine Meuterei zu ersticken. Mein Mitleid und meine Menschlichkeit anzurufen hat in diesem Falle keinen Sinn. Euer Durchlaucht! Ja, keinen Sinn, habe ich gesagt. Ich bitte kein Wort mehr darüber zu verlieren. Kommen wir zu dem eigentlichen Zweck Ihres Besuches. Es ist für uns beide erfreulicher. Ich bitte mich verabschieden.
zwei Stunden gilt folgende Instruktion. Niemand darf die Kaserne verlassen oder betreten, außer den Herren Offizieren. Den Ulanen ist das Verlassen ihrer Räume verboten. Gruppe 1 verstärkt die Wache am vorderen Kaserneneingang. Gruppe 2 zieht an den Stellen auf. Gruppe 3 sperrt die Eingänge zum polnischen Flügel. Gruppe 4 tritt im kleinen inneren Hof an. Unteroffiziere, führen Sie die Mannschaft ab. Rechts! Um! Links! Um! Du läufst jetzt nach Hause zu meinem Diener, sagst ihm, er soll Wagen und Pferde anspannen und fährst sofort, verstehst du, sofort auf meine Güter nach Polen. Dort wartest du. Wartest auf Jan. Er wird kommen und dich holen. Wieso? Er war hier und ist nicht zu mir gekommen? Warum? Du hast Nein gesagt. Es wurde überhaupt nicht von dir gesprochen. Er war in einer ganz anderen Angelegenheit hier. Das ist nicht wahr. Du lügst. Du lügst. Du willst nicht zugeben, dass du ihn abgewiesen hast. Mäßige dich, Katja. Ich habe mit der ganzen Angelegenheit gar nichts zu tun. Es haben sich Dinge abgespielt in dieser Nacht, die den Herrn Grafen bewogen haben, auf sein ursprüngliches Anliegen nicht mehr zurückzukommen. Was für Dinge? Was ist denn geschehen? So rede doch! Der Wachtmeister und die Unteroffiziere! Schließen Sie die Türe, Wachtmeister. Und was geschieht mit ihm? Graf Staniewski führt die beiden polnischen Schwadronen morgen früh nach Kiew. Über seine weitere dienstliche Verwendung wird von Petersburg aus entschieden werden. Es tut mir leid, Katja, dass diese Sache ein so bruskes Ende gefunden hat. Lass das, Mischa. Lass das. Ich verstehe, wie nahe es dir geht. Lass mich. Lass mich allein. Ich bitte dich, lass mich. Wenn ich dich störe. Jedermann muss wissen, was er zu tun hat. Alles muss vollkommen lautlos, mit einer Höllengeschwindigkeit geschehen. Wenn sich einer blöd benimmt, dann kann alles schief gehen und wir hängen morgen am Galgen. Herr Rittmeister, können Sie sich auf uns verlassen? So los, wir haben nur noch wenigen Minuten Zeit.
Schnell, komm weg! Dort werden geschossen! Jan! Rüber zum Stall, auf die Pferde und davon! Jule! Jan! Weg, ihr habt keine Zeit zu verlieren! Weg, weg! Wir haben sie gewarnt! Was fällt Ihnen ein? Lassen Sie mich hinaus. Nein, nein, Sie dürfen jetzt nicht hin. Worauf? Halt! Wer sich dem Tor nähert, wird erschossen. Stanjewski. Keine Kugeln mehr, Herr Rittmeister. Dann ist das hier zu Ende. Los, verschwindet den anderen nach, aber leise. Euer Rittmeister. Rittmeister. Schert euch davon, ich brauche euch hier nicht mehr. In Polen seid ihr wichtiger. Reitet! Links und rechts über die Mauer raus! Und draußen von beiden Seiten an sie ran! Weg! Herr Rittmeister,